glaube, letztendlich wäre heute mehr drin gewesen. Klar, wir spielen gegen den Aufstiegsfavoriten, gegen eine gestandene Herrenmannschaft. Die waren heiß vor dem Spiel, klar. Die haben die Chance, noch nach oben zu kommen in die dritte Liga. Ich glaube, man hat einfach gemerkt, dass es eine Herrenmannschaft war, dass wir noch mutiger spielen müssen, noch aggressiver gegen solche Gegenspieler. Ja, und letztendlich mit einem bisschen mehr Glück holen wir vielleicht heute sogar einen Punkt. Ja, zum Start immer ein wichtiger Sieg. Ich glaube, ein unangenehmes Spiel gleich zum Anfang auch eine zweite Mannschaft. Du weißt nie so richtig, was auf dich zukommt. Weißt selber nicht so richtig, wo du stehst. Testspiele sind halt einfach nur Testspiele und keine Punktspiele. Ich glaube, wir haben anfangs ein bisschen gebraucht, um ins Spiel zu kommen. Wir haben es uns ein bisschen schwer gemacht. Vielleicht wollten wir zu viel. Mit der ersten Halbzeit, glaube ich, haben wir das Heft dann komplett in die Hand genommen und verdient 2 Tore gemacht. Nach der Halbzeit, muss man ganz klar sagen, müssen wir das einfach ein bisschen cleverer und besser ausspielen. Kommen dann noch in zwei, erst in der 91., 92. in Bedrängnis, aber wir waren eine ganze Zeit in Überzahl und ich glaube, das müssen wir ein bisschen besser ausspielen. Ansonsten hat sich jeder von der Truppe komplett reingehauen und das war super. Ja, natürlich freue ich mich, dass ich meine ersten Einsatzminuten für den St. Pauli feiern durfte. Erstes Pflichtspiel. Klar, ärgerlich, dass wir heute keine Punkte mitnehmen haben können. Wir sind gut in die Saison jetzt gekommen mit einem guten Ergebnis. Dass nicht alles super war, wissen wir selber. Das werden wir aufarbeiten, um es in den nächsten Wochen, harte Wochen, interessante, spannende Wochen, einfach besser zu machen. Und ja, dann sehen wir, wo die Reise hingeht. Klar, letztendlich freue ich mich über jede Minute. Ich bin ganz klar mit dem Ziel hergekommen, einfach Spiele zu spielen, mich weiterzuentwickeln. Ich glaube, kein Training der Welt hilft so gut wie ein Spiel am Wochenende. Ich glaube trotzdem, dass ich immer noch Potenzial nach oben habe. Ich gebe mich nie zufrieden und klar, mein Anspruch ist es auch an mich selber, der Mannschaft zu helfen mit Vorlagen, mit Toren. Deswegen klar, unterm Strich stehen heute 0 Scorerpunkte und ich glaube, da ist schon noch Luft nach oben bei mir. Thema Aufstieg. Wir haben es vorher ja so gemacht, als wir unsere Serie gestartet haben, dass wir wirklich von Woche zu Woche, von Spiel zu Spiel geguckt haben. So blöd sich das anhört, wirklich, das hört sich wirklich bescheuert an, ich weiß es, aber es ist der beste Weg. Was in 4, 5, 6, 7 Wochen ist, kann keiner beeinflussen, da kann ganz, ganz viel passieren. Das Wichtigste ist, das Thema Schritt für Schritt anzugehen so, und jede Woche einfach das Spiel gewinnen zu wollen. Und wenn wir weiter so machen, dann stehen uns schöne Wochen bevor. Ich glaube, es ist eine Ecke, die vom Torhüter abgefangen wird in Fünferfeld und dann stehe ich, glaube ich, mal goldrichtig und hauen einfach rein.